Chevrolet Camaro als Pace Car, eine Neuheit im August 2020, ist jetzt auf dem Markt. Wir schauen uns das Auto gemeinsam an. In der Produktbeschreibung von Carrera findet man den Hinweis, dass dieser Camaro eine Hommage an das Pace Car ist, das in den 60er Jahren beim Indy 500 seinen Dienst verrichtet hat. Ich habe mir jetzt mal bei Wikipedia die Mühe gemacht und habe mal nachgeschaut, wie es denn so aussah in den 60er Jahren, also sprich 1960 bis 1967. 1960 hatten wir keinen Camaro, das war ein Oldsmobile 98, dann 1961 ein Ford Thunderbird, 1962 ein Studebaker Lark Daytona Convertible, 1963 ein Chrysler 300, 64 Ford Mustang, 65 Plymouth Fury, 1966 war das Pace Car ein Mercury Comet Cyclone GT und erst im Jahre 1967 taucht der erste Camaro auf, wird dann aber wieder abgelöst 1968 von einem Ford Torino und 1969 kam dann wieder ein Camaro zum Einsatz. Also in den 60er Jahren war eigentlich nur zweimal ein Camaro im Einsatz und ich habe mir Bilder auf Wikipedia angeschaut. Ich blende euch die beiden Bilder hier mal ein. Ihr seht, dass dieser Camaro, der jetzt vor uns steht, eigentlich nichts mit dem Camaro aus den 60er Jahren zu tun hat, außer dass es sich um die gleiche Automarke handelt. Farbe früher in den 60er Jahren war weiß. Beide Pace Cars waren ein Cabrio, das heißt, wir haben kein Licht auf dem Dach und auch die Farbgebung und die Schriftzüge an der Tür stimmen überhaupt nicht überein. Früher blau und rot, heute jetzt hier das Auto statt weiß in grau mit Art neonroten Designstreifen und weißer Aufschrift. Verlässt man die 60er Jahre und schaut weiter, wie oft der Camaro noch zum Einsatz kommt, dann landet man im Jahr 1982. Hier war das der Camaro Z28. Auch im Jahr 1993 findet man dann letztmalig den Camaro, ebenfalls der Typ Z28. Das heißt, dieses Auto hat eigentlich in Bezug auf die Indy 500 kein echtes Vorbild. Aber in Bezug auf die Carrera Autorennbahn kann uns das ja egal sein. Hier bei diesem Camaro im Maßstab 1:32 kommen alle Fans der amerikanischen Muscle Cars auf ihre Kosten. Oder auf der anderen Seite die Pace Car Fans, die gerne was Blinkendes auf ihrer Bahn fahren lassen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dieses Auto mal im Detail an. Wir schrauben das Ganze auf und schauen mal, was für Technik verbaut ist und was uns zu dem Auto generell so einfällt. Auffällig in der heutigen Zeit im Bereich der 132er Fahrzeuge ist, dass man beide Magnete jeweils mit den zwei Schrauben aus dem Auto entfernen kann. Das heißt, die Magnete sind von außen zugänglich. Das macht es natürlich einfacher, wenn man experimentieren möchte. Wie verhält sich das Auto nur mit Mittelmagnet, nur mit Heckmagnet, mit beiden Magneten oder eben mit gar keinem Magnet? Zweite große Auffälligkeit ist, dass wir vorne und hinten Profilreifen aufgezogen haben. Auch eher untypisch für die Carrera-Autos im Moment. Also es ist eher so ein Exot mit Profilreifen. Gibt es natürlich auch andere, aber hier haben wir mal wieder einen. Diese Profilreifen, wenn ihr da viel fahrt, sind die schnell abgefahren und ihr habt dann zumindest hinten die Slicks und vorne ist das Profil natürlich länger sichtbar. Dort ist ja weniger Reibung und weniger Belastung im Slotcar. Karosserie und Fahrwerk sind mit vier Schrauben verbunden. Die lösen wir jetzt einfach mal und dann schauen wir uns die Innereien auf dem Seziertisch an. Beim geöffneten Pace Car fällt uns natürlich gleich die nächste Besonderheit auf. Ihr seht hier eine Platine, die im Dach verbaut ist. Diese Platine beherbergt zwei Leuchtdioden, die dann von dem Decoder angesteuert werden und den Wechselblinker realisieren. Das Pace Car hat einen anderen Decoder verbaut, als zum Beispiel in den GT-Fahrzeugen es der Fall ist. Die Bauform ist zwar identisch, dieses leichte U-förmige, aber wir haben hier Anschlüsse für den Wechselblinker oben, die eben der andere Decoder nicht hat. Ansonsten ist vom Anschluss her aber alles identisch. Frontlicht, Hecklicht, Stromzuführung und das lila-graue Kabel geht hinter zum Motor. Bei den Pace Cars ist immer der Nachteil, aufgrund dieser Verkabelung zum Dach hin sind die Scheiben getönt. Das heißt, wir haben hier keinen Pace Car Fahrer im Innenraum, sondern einfach nur Luft und getönte Scheiben. Von außen kann man überhaupt nicht durchschauen, man sieht die Kabel nicht und auch nicht den Decoder. Aber dieses Szenario hier ist bei allen Pace Cars auch im Maßstab 1:24. Wenn ihr zum Beispiel an das Audi Pace Car denkt oder die Racing Police in 1:24, auch dort sind die Scheiben verdunkelt.
Von oben erkennt man die beiden Leuchtdioden, die eingesetzt sind in den orange eingefärbten Balken. Wir haben hier keinen Rahmen, nichts angedeutet, sondern das ist ein durchgängiges Plastikteil. Wie es dann in der Praxis aussieht, schauen wir uns dann gleich an. Im Lichtbereich können wir auch noch nacharbeiten. Ihr seht, vorne scheint das Licht hier aus dem Radkasten raus. Da können wir die Leuchtdioden innen noch bearbeiten, würde ich dann auch im nächsten Tuning-Video mitmachen. Für Wartungs- und Tuning-Zwecke müsst ihr die Kabel von den Wechselblinkern einfach abstecken und dann könnt ihr das Auto bearbeiten, wie jedes andere auch. Die Antriebsform ist klassisch, wie bei jedem anderen 132er auch. Motor steht senkrecht zur Hinterachse, sogenannter Inliner-Antrieb. Inliner-Antrieb setzt immer voraus, dass man auf der Hinterachse ein sogenanntes Kronenzahnrad hat. Heißt, die Zahnräder stehen wie bei der Krone eben zur Seite ab und sind nicht nach vorne raus wie bei einem normalen Achszahnrad. Schön gelöst ist hier, dass das Kabel schön oberhalb der Achse läuft und das Kabel unmöglich die Hinterachse bremsen kann. Das ist eine schöne Sache an diesem Fahrwerk, die mir hier positiv ins Auge fällt. Auch an der Vorderachse besteht keine Möglichkeit eigentlich, dass das Kabel die Vorderachse bremst. Hier auf jeden Fall ein zweiter dicker Pluspunkt. Aufgrund der Breite und auch der Länge dieses großen Monsters auf unserer Carrera-Bahn haben wir hier links und rechts im Fahrwerk viel Platz für Blei- und Trim-Experimente. Also das bietet sich an. Auch hier vorne ist sehr viel Platz, um Trimgewichte zu platzieren. Somit hätte man hiermit ein schönes Auto, um mal erste Schritte zu machen, wie verhält sich das Auto mit verschiedenen viel Trimgewichten an verschiedenen Positionen. Also das ist ein sehr dankbares Fahrwerk schon mal dafür. Ich nehme euch mal mit in diese Perspektive, vielleicht fällt es euch auch gleich auf. Mir sticht es auf jeden Fall gleich ins Auge, beziehungsweise ist mir schon ins Auge gestochen, als ich die Box das erste Mal in der Hand hatte. Dieser Abstand hier, Hinterreifen, Karosserie, da ist über 2 mm Platz, das heißt, das Auto ist sehr hoch. Wenn das Auto hier sehr hoch ist und auf dem Dach noch das Gewicht hat von diesem Scheinwerfer, von diesem Blitzlicht und den Decoder im Dach trägt, kommt natürlich eine ungünstige Konstellation zusammen. Gewicht an hoher Position, das Auto noch insgesamt hoch. Gut, wir haben keinen Fader-Inlay, keinen Fader, da das Gewicht ist gespart, aber die Kabel, die Platine und dieser Lichtbalken am Dach sind ja vorhanden. Die geben in Summe das Gewicht, das oben hängt im Dach und ungünstig sich auswirkt auf das Fahrverhalten. Das ist also was, wo wir jetzt mal nacharbeiten müssen. Also ich will jetzt nicht die Platine rausnehmen. Wäre natürlich auch noch eine Option, dass man die Platine versetzt und unten einbaut. Aber wir müssen dieses Auto tiefer legen. Dieses Tieferlegen wird das kommende Video zu diesem Fahrzeug. Damit ihr es nicht verpassen könnt, Kanal abonnieren. Und ihr findet dieses Pacecar bei mir im Slotblockshop. Einfach da mal reinschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Slotracen. Euer Roland von slotblock.de.